Attack? Greift doch. Moment, ernsthaft? Abbrechen. Abbrechen. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ach so. Okay, dann habe ich doch angegriffen. Hab's nur nicht gerafft. Alles klar. Zack. So. Okay. Du hast eine 2? Zauber. Yes. Geht doch. Patz. Komm schon. Punzel. So. Ah, er kommt sogar gerade. Sehr schön. Wenn ihr euch gerade wundert, warum das hier so ein bisschen, ja, stockelig, wackelig läuft. Unser Aufnahmerechner hat heute ein bisschen, hat ein bisschen Schluck auf heute. Nimm. Danke. So, wer bist du denn eigentlich? Wie viele muss ich denn töten? Ich habe wieder nicht aufgepasst. Klick auf die Minimap. Ah, sehr schön. Ich kann hinten dran noch zaubern und spielen. Sehr schön. Jagdbereich. Nein. Ja doch. Oh. Ja, ja, ja. Nee, das will ich alles nicht. Ich will. Ich stelle mich wieder blöd an, ne? Ich weiß. Geh weg. Wie viel muss ich denn töten? Okay, wir prügeln jetzt einfach noch ein bisschen ein und gehen dann auf gut Glück zurück. Obwohl, es muss so ein Questlog geben. Questlog? Questlog? Taschenslot? Nein. In der Tasche? Nein. Questlog. Tag? Ja, das sehe ich auch. Level 3 sehe ich auch. Levelpunkte erworben. Hey, klar, leveln. Ha. Spin? Was ist Spin? Okay. Systemmenü? Nö. Ah, hier. Schon einsammeln, da ist es doch. Nein, das ist ja auch nur wieder ein Tipp. Damn you. Alles einsammeln. Zack. Nimm. Ich hoffe, das ist jetzt nicht hier irgendwie außerhalb vom Bild. Da krieg ich einen richtigen. Ne? Rappel. Aggress. So, Levelpunkte. Wir sind Zauberer, also ist Intelligenz schon mal wichtig. So, und Weisheit. Zauberer sind immer weise und intelligent. So, Patz. Statusinitialisierung. Kaufen? Nein. Ganz einfach. Nein. Okay, ich glaube, damit bin ich gelevelt. Sag mir jetzt aber ernsthaft, wo ist denn mein... Es muss doch ein Questbuch geben. Q ist laufen, das ist schon mal nicht. I ist es auch nicht. L, Lock? Ja. Ach Gott. Natürlich L, wie Lock. Oh, 3. Ja, wir haben, glaube ich, gerade gefühlt 15 erledigt. Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Tum-tum-tum. Schuppdi-du. Laufe. Au. Was? Ich soll doch hier bestimmt nicht wieder beten, oder? Was? Wie? Probieren wir es einfach mal. Ah, sehr schön. Imstudu, bist du wirklich bereit, dich für jemanden anderen verwunden zu lassen oder dein Leben zu opfern? Denn das ist der Weg des Helden. Och. Ich werde ständig über dich wachen und deine Entwicklung verfolgen. Wenn du weiter gewachsen bist, bete. Und ich werde wieder vor dir erscheinen. Drohung oder Versprechen? Aber, wieso immer aber? Aber was ihr auch sagt. Ich werde weiter meinen Weg gehen und versuchen, die Welt zu verbessern. Jo. Hat er eigentlich gerade nichts Gegenteiliges gesagt, aber okay.
Erfahre die dunkle Macht. Ja, haha. Game's the Dude. Ich möchte mich für ihn entschuldigen. Ach. Macht euch keine Gedanken. Ihr habt mich vielleicht mitreißen lassen. Vorerst blicke ich dir noch helfend über die Schulter. Gut. Ich danke euch. Was ist deine dringendste Aufgabe? Frage. Erzähl mir mehr über die dunkle Macht, die die Welt bedroht. Ja, erzähl mal. Wie kann ich dir das am besten erklären? Zeig's mir. Einfacher, desto besser. Der einfachste Weg wäre es, dich am eigenen Leib erfahren zu lassen. Ja, richtig. Ah, ja. Keine Ahnung. In Delphi gibt es Steppenbienen. Okay, Steppenbienen? Sind das nicht einfach nur irgendwelche Insekten? Du solltest sie nicht unterschätzen. Geh und jage 3 Steppenbienen. Jetzt habe ich es auch mitgekriegt. 3 Stück. So. Das klingt ja leicht. Ihr habt wohl was gegen Insekten. Soll ich nicht? Nee, wir machen erstmal hier die Steppenbienen. Falsche Taste. Ja, danke. Ja, ich will aufhören zu beten. Hörst du auf? Ah, Z. Sehr gut. So, Steppenbienen. Steppenbienen. Der Pfeil zeigt mir dahinter, also wird es auch da hinten lang gehen. Ich will hoffen, dass es kein Ja, Steppenbiene. Okay, ich hoffe, das ist nicht das Netz, was gerade so komisch rumleckt. Das sah mir gerade echt nach Netzproblem aus. Geht doch. So, da habe ich schon wahrscheinlich zu früh die Schuld auf unseren Aufnahmerechner geschoben. Hoffen wir mal das Beste. Nein. Den nicht. Nur die Steppenbienen. Ja, Steppenbiene. Oh Gott, ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht irgendwie so spontan alle an. Also hier, ne, überall, ich glaube, das sind ja alles Feinde. Jetzt bei der Bannsteinschreiter, Schnitter, Ritter, nee. Auf jeden Fall, ich hoffe, die greifen mich jetzt nicht an, sonst drehe ich durch. Also von alleine, so zu zehnt. Kabums. Komm schon. Geht doch. Jesus, Maria, Mutter, Josef. Ja, ist ja okay. Aha! Schaut mal da. Ah, sehr cool. Okay. okay. Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll, aber prinzipiell finde ich es okay. Dass man hier am Anfang irgendwie zugeworfen wird. Mit irgendwie Heiltränken etc. pp. Also nö, habe ich schon Schlimmeres erlebt. Nichts ist blöder als ein Tutorial, bei dem man irgendwie warten muss, bis man weitermachen muss. Kann. Also wenn das schon im Tutorial passiert, dann ja, Prost Mahlzeit. So. Erfahre die dunkle Macht beenden. Ja. Ich würde mal sagen, war ganz easy, Chefe. War ganz, ganz easy. So. Ja. Umbringen? Das sind doch keine normalen Bienen. Ja, das Gefühl hatte ich jetzt auch, dass wir übelst in Schwierigkeiten waren. Was? Das ist, wenn du es am eigenen Leib erlebst. Ja. Okay. Gut, gut. Ich entschuldige mich, aber eins noch. Vorhin meintest du, das wären keine normalen Bienen, richtig? Ja. Nun ja, du hattest recht. Hey, 100 Punkte und eine Waschmaschine. Es ist nicht leicht, genau zu bestimmen, was sie eigentlich sind. Es sind einfach seltsame Kreaturen. Ja, das dachte ich mir. Böse, überdimensional große Bienen, die irgendwie jeden stechen, der sie mit Feuerwellen bewirft. Also wirklich. Sie sind nicht gerade ungefähr für Menschen. Ja, sind sie nicht. Ja, genau. Das liegt an der dunklen Macht. Aha. Ach, die dunkle Macht ist der Grund. Na, jetzt wird mir alles klar. Ich dachte, wir reden von der dunklen Macht, aber die dunkle Macht, Mensch.
Und ob, sie musst du in Zukunft bekämpfen. Was? Ach, sie, die dunkle Macht. Okay. Dafür musst du stark werden. Du musst dich noch weiterentwickeln. Jage weiter Steppenbienen, bis du Level. Oh Gott. Oh yes. Ah, okay. Zum Glück bin ich schon Level 4. So, so. Ich war. Hier, Gebiet. Beginn der Legende. Gamester Dude, ich spüre, dass du den Menschen helfen willst. Aber ich weiß nicht wie. Gamester Dude, kommt Zeit, kommt Rat. Menschen sind nun mal nicht perfekt. Och, naja, manche halt. Was wollt ihr damit sagen, Chef? Na so, vor langer Zeit herrschte auf Erden der König der Menschen. Es gab keinen König der Menschen? Es gab einen König der Menschen? Wenn du mehr über ihn erfährst, wirst du es verstehen. Genau. Du solltest es mit eigenen Augen sehen. Schon wieder, das ging ja eben schon mal gut. Ihr meint, ich könnte den König der Menschen treffen? Nein. Aber seinen Spuren kannst du folgen. Sehr schön. In Delphi gibt es viele Heiligtümer, auf denen der Segen der Göttin liegt. Begib dich zum ersten Heiligtum und lies die erste heilige Schrift. Du findest sie im Norden von Delphi. Yo. Der Inschrift liegt etwas versteckt. Schau dich also aufmerksam um, damit du sie findest. Dabei. Ich soll mich also auf eine Erkundungstour begeben. Zu dieser Inschrift, richtig? Nee, du sollst zu dieser Inschrift gehen und dich auf eine Erkundungstour auf dem Weg dahin begeben. So rum ist richtig. Und ob, wenn du sie findest, wirst du mehr verstehen. Ja, gut, dann, ne? Hört sich nicht so schwierig an. Da hat er mal recht. So. Nee, König der Menschen will ich jetzt nicht. Nein, ich will immer noch. Wir machen einen Quest nach dem anderen. Wo geht's denn hier lang? Dahinter irgendwo. Okay. Na, na, na. Muss ich wahrscheinlich hier rum? Kärtchen. Genau. Nein. Ich wollte Minus. Zup, 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 zup. Hä? Nein. Ich will nicht auf der Karte herumrennen. Nein. Nein. Bleib stehen. Du Nasenbär. Okay. Warte mal. Da oben? Oder was? Waldgoblins? Ernsthaft? Jo, Ah, hier, Inschrift. ja. Geh mal da hin. Wenn die so nett sind. Hier ist also das Heiligtum, von dem Zenmut gesprochen hat. Tada! Ich weiß, so sollte man das nicht spielen, aber ganz ehrlich, wenn es geht. Ah, noch ein Quest. Beginn der Legende 2. Erste heilige Inschrift. Erkenntnissuchender. Bete zu ihr. Der Göttin des Lebens. Ihr hat den Menschen zum Herrscher dieser Welt erkoren. Seid ohne Furcht, mein Volk. Die Tiefe eures Glaubens wird euch Weisheit geben. Eure Mission als Herrscher der Welt ist der Schutz der Heiligtümer. Der König aller Menschen. Kelelos. Okay. Herrscher der Welt? Unsere Mission ist also, die Heiligtümer zu beschützen. Nun, ich finde es auch schlecht. Das muss ja diese Region besetzen. Achso, okay. Ein Rassist, also. Zis. Der Inschrift zufolge ist es meine Mission, dieses Heiligtum von den Monstern hier in der Umgebung zu befreien. Das hat er da rausgelesen? Habe ich gerade irgendwie gepennt? Zwei Waldgoblin-Krieger. Okay. Okay. Zwei Stück. Werden wir ja wohl schaffen. Ich mich mal daran, die Waldgoblin-Krieger zu verdammen. Ja, ne? Zwei Stück. Das ist. Ja, das wird hier viel. Nein, nicht Anführer. Krieger. So. Attack. Was ist denn? Drei? Eispfeil. Pam. Okay, Feuer hinterher. Pam. Und nochmal. Au. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich mein Inventar. Ah, doch, klar, mit I. Doof. Oh nein. Direkt mal einen Boss angefangen. Es ist kein richtiger Boss, ihr wisst, was ich meine. Na? So, Mini-Boss. So, ist das ein Pokémon?
Eine Rüstung, die ich nicht benutzen kann. Hier, du Goblin-Krieger. Nimm dies, du Schurke. Lord Calidus was born. Superior, the last bastion of light, holds the forces of Calidus. Ja, dann ist es eine Frau, so. Zumindest irgendwie. Das ist dann ein Splitter von ihr. Also, ein Fußnagel, ein Haar?